herzlich gegrüßt auf meinem Kanal Anis Welt. Heute möchte ich euch das Großsteingrab Werpelo 3 mit der Sprockhoffnummer 824 vorstellen. Dieses Steingrab liegt in einem wunderschönen Wald nordöstlich von Werpelo in der Samtgemeinde Sögel. Das Großsteingrab entstand zwischen 3500 und 2800 vor Christus und ist eine Megalithenanlage der Trichterbecherkultur. Von den einst 13 Trägersteinen sind nur noch 9 vorhanden. Von den ursprünglich 5 Decksteinen fehlen 2. 2 der Decksteine sind in die Anlage gestürzt. Die etwa 7,3 Meter lange und 1,7 Meter breite in Ost-West-Richtung angelegte Kammer hat seinen Zugang in der südlichen Längsseite. Zwei der Trägersteine weisen Bohrungen auf. Es handelt sich dabei um Bohrungen zur Vorbereitung von Sprengungen. Es drängt sich die Frage auf, wieso im letzten Jahrhundert versucht wurde, diese historischen Monolithen zu sprengen. Um sie als Baumaterial zu verwenden, wäre es nicht notwendig gewesen, denn das ganze Dorf ist mit Flintsteinen und Steinen in jeglicher Größe reich verziert. Neben diesem Steingrab befinden sich noch 2 weitere Großsteingräber, ein kleines Ganggrab und ein Großdolmen in Werpelo. Und dieser hübsche kleine Käfer wollte den Dolmen offensichtlich auch besuchen. Viel Spaß beim Entdecken wünscht euch Ani.